sondern im großen Geschrei, also ganz laut, damit man es gehört wird. Cette chanson est en hommage à, juste avant le meurtre de Isaac Rabin, on a chanté cette chanson et on devait la chanter haut et fort pour qu'on entende bien le message qu'elle contient. Man kann im Internet Isaac Rabin hatte den Text von diesem Lied in seiner Westentasche und der Kugel ist durch diesen Text durchgegangen. Es gibt im Internet, wenn man googelt, Shir LaShalom, Bilder kommt, ein Bild von diesem blutertränkten Zettel mit diesem Text. Isaac Rabin avait dans sa poche de veste le texte de ce chant. Et quand on lui a tiré dessus, la balle a transpercé à la fois son cœur et ce texte. Et on peut le voir apparemment sur Internet, ce chant de paix. Und das ist auch symbolisch für die heutige Zeit. Es sind traurige Zeiten. Deswegen ist das eine ausdrückliche Expression der Emotion, emotionale Expression pour la paix. Das ist heute der Ausdruck. Une expression pour la paix qui est toujours d'actualité aujourd'hui.